Leute, Serpen hier. Heute geht's mal um was, was mich einfach nur noch verwirrt. Und zwar, ich hab bestimmt jetzt alle über diese ganze Drecks Fridays for Future Sache locker mindestens was mitbekommen. So war ja irgendwie überall Nachrichten und Co. Und an sich relativ gut so, klar. Schulschwänzen, okay. Kann man drüber streiten, aber ey. Besser als nix, so. Und jetzt kommen sehr viele Menschen, die nicht ganz das verstehen und beleidigen einfach die, die das alles erst ins Rollen gebracht hat. Also Greta Thunberg, so ist ihr, ne? Also die war die erste, die das überhaupt mitgemacht hat. Und Leute beleidigen sie ohne Grund, weil. Ja, ne? Geht ja. Also, sie haben wirklich keinen Grund dazu, aber trotzdem tun sie es, weil, ey, kann man ja machen, so. Was ich allein schon mal. Warum zum Fick? So. Das ist ja wohl mit das Dümmste, was du machen kannst. For real jetzt. Ich meine, wenn ihr das mitbekommen habt, hier. Hat auch ein Bladi getweetet. Fridays for Hubraum. Das war an sich eine Facebook-Seite, die halt nicht gesagt hat, dass es schlecht ist, was sie macht, sondern die hat halt die Fehler aufgezählt. Zum Beispiel, können nicht einfach auf ein Auto zu fahren wegen Jobs und so. Ist ja nichts Schlimmes dran, dass sie. Die wollten halt auch auf die andere Seite Aufmerksamkeit. Halt Aufmerksamkeit drauf halten. Und. In weniger als einem Tag wurde aus dieser Seite, die einfach nur gesagt hat, hey, cooles Konzept, aber die ist das nicht so nice. Wurde einfach eine fucking Seite, die 24/7 dieses Drecksmädchen gemobbt hat. Ey, die das erst erstellt haben, haben das auch wirklich so, dann wo, sofort, wie sie es mitbekommen haben, sondern an die Seite. Aber der Schaden ist halt schon gemacht worden. Was ich wirklich unangenehm finde. Wir leben in einer Gesellschaft, wo das Normalität ist. Ich meine, ich bin vollkommen cool damit, wenn Leute aus der irgendwie Memes machen oder so ein Shit. Ich eel und so. Richtig nice. Aber das ist halt einfach nur noch. Scheiße dumm. So, for real. Warum machen das Leute? Das sind halt auch erwachsene Menschen, ne? Das sind fucking erwachsene Menschen. Es wird schon klar, ein, zwei hippe, coole Teenager benutzen auf Facebook, aber das ist an sich eine Seite für Erwachsene mittlerweile. Und halt Senioren. So. Dass das halt einfach geht. Das ist so verwirrend für mich. Wie zum Fick. Wie zum fucking immer Fick. Kommen Leute darauf, einfach das Mädel zu beleidigen. So, die sagt halt nicht mal irgendwie, dass sie weiß, wie, ne, wie man das lösen kann. Die ist ja halt nur dafür da, dass dir, also das zu zeigen, dass es geht. Und dass man eher auf halt Wissenschaftler und Co. hören soll, die halt eine Ahnung haben. Die weiß ja nicht die Lösung, aber aus irgendeinem Grund warten die ganzen Leute, dass sie es weiß, was ich einfach nur verwirrend finde. Was ist falsch mit diesen Menschen? Warum? Einfach nur warum? Naja. Es ist jetzt eigentlich auch wieder nur so ein kleines Rant-Video, wie ich es andauernd mache, weil. Ich find's im Internet, find's interessant und red drüber. Ja, ne? Das sind halt schön schnell produzierte Videos, weil ich bin fett. Und ich bin dumm. Also dann, ne? Deabonniert mich, disliked mich, entbindet mit die Glocke, bleibt toxisch und verpisst euch von meinem Rasen, ihr kleinen Hurensöhne.